Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Monster Hunter Stories to Wings of Ruin. Maron spielt ja immer Spiele mit ultra langen Titeln. Auf jeden Fall wollen wir heute uns ein Ei schnappen. Zuerst will ich mit diesem Jäger da reden. Hallo. Dieser Ort ist so viel friedlicher als Lulucian. Kein Gedränge und nichts als frische, saubere Luft. Hey! Hoffentlich hast du mich gerade nicht belauscht. Ich hätte nicht gedacht, dass Raider so neugierig sind. Ich bin ein Kind, du Stöpsel. Kinder sind neugierig. Erwachsene können auch neugierig sein. Auf jeden Fall. Wir machen uns jetzt auf die Insel Hakolo. Ein bisschen eingeschränkt zu erkunden, weil wir haben hier eine Mission. Wir müssen ein Ei besorgen. Ah. Wunderbar, wunderbar. Das sieht so schön aus. Ich muss sagen, Monster Hunter funktioniert mit dieser Cartoon-Optik, mit dieser Cell-Shading-Optik sehr, sehr gut. Vor allem, ich finde es auch sehr cool, wie die Monsters natürlich auch designt wurden. Okay, es gibt einen Monsterbau im südlichen Kamuna-Wald. Da gehen wir hin. Und ich liebe die Porträts. Guck mal, bei Dialogen gibt es jetzt auch Porträts. Ich finde das so gut. So, erkunden beim Riding so. Drücke Y, um auf Ranma zu reiten. Komm, versuch es mal. So, ihr Monster heißt Avma und ihr seht, Avma hat mir ein bisschen eine andere designt worden. Und Kopfschmuck. Das finde ich auch sehr, 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 sehr cool. So, wir dürfen natürlich jetzt müssen wir dahin. Wir können uns ein bisschen rumgucken. Jetzt frage ich mich, ob ich schon kämpfen darf oder Lass mir das mit. Oder ob mir das nicht vergönnt ist. So, ich hoffe, der Spielton ist angenehm, dass man mich auch gut hört. Das sind ja die ersten Pilot-Episoden, die wir hier aufnehmen. So. Gib mir den Honig. So. Und ich werde natürlich jetzt auch kompulsiv eigentlich fast schon alles mitnehmen. Siehst du die Monster außerhalb des Baus? Uns an einen von denen vorbeizukämpfen ist ein gutes Aufwärmtraining. Ich liebe die Porträts. Ich liebe den Art City. Sieht so schick aus. Okay, gut. Wir schaffen ein Ei. Gib her. So, wir werden nämlich sehr viel davon brauchen, wenn wir uns von hinten anschleichen. Gut, das war nicht von hinten, aber hey. Wir haben es versucht. Können wir gegen die Abtonot kämpfen? Oder den Abtonot? Das ist ein Abtonot. Sie sind tolle Trainingspartner, wenn man gerade erst anfängt. Sprich, man kann sie eigentlich gut verprügeln. Okay, lass mal sehen, was du und Ranma so können. Wähle Kampf, benutze dann einen Kraftangriff. Okay, es wird wirklich alles vorgekauft. Gut. Ja, wir haben drei Typen von Angriff. Ein bisschen so Schere-Stein-Papier-Prinzip. Kraft schlägt Technik, Technik schlägt Geschwindigkeit und Geschwindigkeit schlägt Kraft. Und jedes Monster hat ein bisschen so seinen eigenen Kampftyp. So. Wenn du und dein Gegner euch gegenseitig anvisiert, kommt es zu einer Konfrontation. Kraft schlägt Technik, Technik schlägt Geschwindigkeit und Geschwindigkeit schlägt Kraft. Versuche es dir so zu merken. Ja, gut. Das wird auch immer eingeblendet, also ist es eigentlich sehr schwer, das zu vergessen. Genau. Eine Konfrontation. Man muss immer gucken, welche Linie wohin führt. Dein Gegner hat diesmal auch einen Kraftangriff benutzt, deshalb ist es ein Unentschieden. Siehst du die Kampflinie? Die zeigt dir, wenn das Monster mit dem nächsten Angriff anvisieren wird. Abtonot führen gern Kraftangriffe aus, habe ich recht? Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Ich weiß, ich benutze einen Geschwindigkeitsangriff. Dann habe ich nämlich die Konfrontation gewonnen. Bam! Du hast es geschafft. Scheint, als hättest du den Dreh raus. Sehr gut. Wenn du und dein Monster beide Angriffe mit einem Typvorteil nutzt, führt dir einen Doppelangriff aus. Doppelangriffe fügen riesigen Schaden zu und weichen dem gegnerischen Angriff aus. Sie steigern auch eure Bindung. Oh, der Abtonot ist eigentlich fast tot. Missabbert. Doppelangriffe. Wenn du und deine Monsties denselben Angriff... Ja, gut, ja, bla bla bla, haben wir schon. Hat sie uns gerade erklärt. So, Geschwindigkeitsangriff. Und gut ist. Und ich liebe das. Geschafft, du hast einen Doppelangriff ausgeführt. Ich liebe es, wie das aussieht. Ah, sieht richtig schick aus. Gute Arbeit. Ich wusste, dass du es schaffen würdest.
Ich frage mich, wer diesmal hinter dem Soundtrack ist. Dein erster Kampf war ein furioser Sieg. Wir werden doch noch einen Rider aus dir machen. Ich dachte, ich bin schon einer. So, natürlich gibt es auch XP dafür. Wir kriegen auch Objekte von den Monstern. Kennt man ja alles so. Abtonotschwanz. Kleiner Monsterknochen und Abtonotschwanz. So. Ah, oh Mann. Oh, richtig Gänsehaut kriege ich. Ich liebe es. Gut gemacht, Neuling. Die Angriffsmuster eines Monsters zu durchschauen, führt definitiv zum Sieg. Wenn du ein wenig TP hast, benutze ein Kraut aus dem... TP? Trefferpunkte. Ah, KP. Benutze ein Kraut aus dem Objektebereich deines Campmenüs. Ich weich. Der südliche Kamuna-Wald ist in sich. Benutze ein Kraut und lass uns gehen. So, wir können das eigentlich auch schnell machen, indem ich Z... Oh, ich darf das noch nicht. Okay. Okay, gut, ich darf es noch nicht. Ich benutze jetzt ein Kraut, heile mich wieder hoch. So, gut. Okay, so, jetzt müssen wir aber dahin. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel weg dahin rennen wollen würde, sollte Kaina mich eigentlich aufhalten. Wegen, ey, wo gehst du hin? Hey, wo gehst du hin? Der südliche Kamuna-Wald ist in der anderen Richtung. Richtig entsetzt. Also, hast du keine Orientierung? Doch, aber ich bin neugierig. Ich werde alles mitnehmen. Ich weiß später, wenn wir irgendein Objekt benötigen. Und dann haben wir das nicht. Und dann ist richtig nicht gut. Ah, wir haben es geschafft. Lass uns zum Monsterbau gehen und uns ein Ei schnappen. Boah, das ist ein Monster im Weg. Wir müssen sie bekämpfen. Ja, müssen eigentlich nicht, aber wir sollten so viele Kämpfe wie geht eigentlich mitnehmen. Weil es wichtig ist, hier immer auf dem gleichen Level zu sein wie... Wie die Gegner. Hier bringen die Kämpfer auch was. Material. XP. Oh, guckt mal. Das ist ein Papagei, den man aus der neuen Welt kennt. Aus Monster Hunter World. So, da können wir nicht hoch. Da bräuchten wir ein Monster mit der entsprechenden Fähigkeit. Außerdem lässt uns Kena da sowieso nicht hoch. Wow. So. Das als Überraschungsangriff gilt, weiß ich nicht, aber hey. Nee, leider nicht, schade. So, das sind Velocipray. Gehen wir den Velocipray als nächstes an. Sie sind leichtfüßig und viel aggressiver. Da sind die auch. Ich überlasse dir auch diesen Kampf. Das ist deine Chance, mir zu zeigen, was du drauf hast. So, Velocipray, wie wir schon von Ranma gesehen haben, benutzen mostly Geschwindigkeitsangriffe. Weshalb wir Technikangriffe benutzen werden. So. Wir können leider nicht steuern, was unsere Monstis machen. Also, nicht komplett. Prima, du hast den Durchblick. Und es lohnt sich, da auch ein bisschen Erfahrung aus Monster Hunter Stories zu haben. Scheint, als hättest du Schaden genommen. Zeit zum Heilen. Wähle Objekte und benutze ein Kraut, um dich zu heilen. Ich will nicht. Werd nicht übermütig. Du musst dich um den Schaden kümmern. Wähle Objekte und benutze ein Kraut. Ist okay. Ich bin einfach gezwungen, mich zu heilen. Da, bist du jetzt Peppy, Kena. Gut, sie hat auch viel mehr KP als ich. Gut, ist auch schon länger Rider. Jo, darf ich jetzt weiter kämpfen? Ich glaube, jetzt wird mir beigebracht, wie ich... Eyes on a Prize. Oder? Oder doch nicht? Wird mir das nicht beigebracht? So. Ich liebe das Kampfsystem. Es ist... Ah, I love it. Jetzt geht's heiß her. Benutze doch einen Teil der Ladung des Bindungsbalkens, um meine Fähigkeit zu entfesseln. Ja, Fähigkeiten sind sexy. Genau, ich kann auch Monsti-Befehle geben. So, ich benutze das Ladungstackling. Und... Bonk. So, klasse. Dieser Velocipray wusste nicht, was ihn da trifft. Super. Du kommst richtig in Form. Yay, wir haben ein Level-Up. Das Coole ist, die Leute, die mit uns kämpfen, das gab es früher nicht, die kriegen auch XP. Kreischbeutel und Schuppen. So. Ah, richtig schick.
So, darf ich jetzt... Klasse, so langsam hast du den Reh raus. Wir sind jetzt fast beim Bau. Lass uns weitergehen. Eigentlich würde ich hier noch gerne gucken, ob wir hier noch irgendwas gegen irgendwas catchen können. Aber ich glaube, das ist uns nicht vergönnt. Ja, aber wir nehmen noch das Erz mit. Gut, es sind 5 Steine, aber egal. Wer kennt das nicht? Man braucht einen Erdkristall, man kriegt nur Steine. Harzpflanzen. Ach. Schon schön. Also ich finde das Spiel bisher sehr, sehr schick. Oh, jetzt werden uns Fähigkeiten beigebracht. Scheint, als müssten wir diesen Fluss überqueren. In Zeiten wie diesen ist ein Monster echt praktisch. Ridings. Es gibt Aktionen wie wir. Uff, uff. Ja gut, das wird in der Vollversion ja hoffentlich behoben werden. Wie springen, Efeu klettern oder fliegen, die du nur während dem Riding benutzen kannst. Welche Aktionen verfügbar sind, hängt vom Monster-App. Wenn es einen Ort gibt, den du nicht erreichen kannst, suche nach neuen Monsters, da sie genau die richtige Fähigkeit haben könnten, um dich dorthin zu bringen. So. Gut, springen. Halte auf Ranma auf die Steinplatte und drücke B, um zu springen. Danke, Frau Tutorial. Perfekt. Velocity Drones sind super im Springen und wir Rider sind super darin, das Können unserer Monsters einzusetzen. Ja, also, als damals Monster Hunter Stories rauskamen, das war ja schon ein bisschen her, das war richtig, boah, mindblowing, dass sie da die Welt von Monster Hunter so erweitert haben, dass es auch Leute gibt, die auch so mit Monstern quasi koexistieren. Oh, schau mal, was hier wächst. Du kannst an Stellen wie diesen Kräuter pflücken und musst sie dann nicht kaufen. Genau. Warum kaufen, wenn man pflücken kann? Und ich finde es auch cool, dass das jetzt auch erweitert wird und dass scheinbar hier versuchen sie ja die Beziehungen mit den Jägern, die ja eigentlich Monster erjagen und teils auch einfangen, zu verbessern. Das ist halt, Jäger können eine sture Sorte sein. Die Jäger schienen nicht wie die coolen Jäger zu sein aus zum Beispiel der neuen Welt oder so. Die ja um die neue Welt ging, um Monster zu erforschen und zu gucken, ja warum... Warum machen Monster das, was sie machen? Ich finde das super. Also ich finde beide so. Ich liebe es, Jäger zu sein, ich liebe es auch, Rider zu sein. So. Ich meine, Rider benutzt ja eigentlich die gleichen Waffen wie Monsterjäger. Zum Beispiel das Großschwert. Das SNS wie... Oh mein Gott, Kana benutzt sein SNS. Das ist das Puke-Puke-SNS, by the way. Huh. Ja, kein Wunder, dass sie mir so sympathisch ist. So. Gut. Ah, Mann. Ich könnte einfach den ganzen Tag über Monster Hunter labern. Ich könnte. Und mit diesem Projekt kann ich das sogar. Huhu. Oh, ich liebe es so sehr. Ich bin so hyped auf dieses Spiel. Das ist unglaublich. Ja gut, auf Rise werde ich auch erwerben. Lasst uns nicht über Rise reden. Das ist was für einen anderen Tag. So, gut. Alles mitgenommen? Ich glaube, jetzt kommt sogar noch eine Cutscene, oder nicht? Hold on. Something's here. Keep quiet and stay close, okay? That's a Kuluyaku. But what in the world is it doing? Hmm? Taking a cat nap when all of a sudden got attacked.
What exactly are you? You look like a feline, but somehow different. Yeah! With my whip beyond compare and unparalleled flair, you're absolutely right! I'm not like other felines, now that you mention it. I'm the legend, the feline hero. That's right, I'm Naviru! Naviru? I've never heard of any feline hero. Look out! It's back! Persistent Kulu, if you ask me! Hey, buddy, you're a rider, right? Huh? How about you take care of this bumbling bird? No way. This kid's still a rookie. Don't worry! I'll be right here to lend a helping paw! Well, looks like it's time to ride on! Ride! Ach ja, Naviru. Er hat schon eine relativ nervige Stimme im Voice-Over, aber hey. Los geht's, überlass die Navigation einfach mir. Achtung, Gefahr, bleib zurück. So, wenn ich mich recht entsinne, benutzen Kuliyaku mostly Technikangriffe. Deshalb werden wir dem jetzt einfach eins auf den Deckel geben. Genau. Ach, ich liebe das Großschwert. Ach. Genau, und jetzt hat unser Monster verloren, weil... Kuliyaku liebt es, Dinge in die Krallen zu bekommen und sie mit sich herumzutragen. Ha, ja, er kennt sich echt aus mit Monstern, was? So. Ah, nein, ich weiß, was jetzt kommt. Ich habe keine Lust. Oder? Nee, noch nicht. Bonk. Passt doch. So. Gleichstand. So, ich könnte jetzt eigentlich das Ladungstackling machen, um unseren Balken zu füllen, denn beim Großschwert muss man die Kombos quasi machen. Zuerst das Tackling, dann die zweite Form und dann kann man den wahren dritten Schlag machen. So. Jetzt könnte ich zum Beispiel hier entweder den Ladungsschnitt machen oder den aufgeladenen Hieb. Aber wenn ich den wahren Hieb machen möchte, dann muss ich quasi zuerst das dann nochmal machen. Wobei ich glaube, wenn das kommt, was ich meine, was jetzt kommt, können wir eigentlich direkt den aufgeladenen Hieb benutzen. Ja, genau. Der Steingriff. Ich frage mich, ob er den Schein benutzen wird, um deine Angriffe abzublocken. Schätze, wir müssen wohl erst was mit dem Schein tun. Genau, und jetzt kommt eine Neuigkeit, die es früher in Monster Hunter Stories nicht gab. Und zwar... Also, wie es aussieht, würde die Waffe, die du benutzt, wohl wenig nützen. Zeit für eine stumpfe Waffe. Hier, nimm diesen Hammer. Okay. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Na, ihr seht oben die Anzeige. Du kannst auch mitten im Kampf zwischen verschiedenen Waffen wechseln. Wähle Fähigkeiten und dann Waffe wechseln. Hier nützt es nicht so viel, stur zu sein, wie in normalen Monster Hunter Games. Wir müssen nämlich drei Waffen immer aktuell haben, anstelle von nur einer. So, jetzt sollte er eigentlich anfangen, Kraftangriffe zu benutzen, wenn ich mich... Ja, genau, den Steinstampfer. Jaha, ein stumpfer Angriff. Ich denke, das klappt. Immer weiter so mit den Hieben, Neuling. Physiologie und Angriffstypeffizienz. Die Physiologie von großen Monstern kann abweichen, was sich darauf auswirkt, wie effektiv Hiebstoß oder stumpfe Waffen gegen sie sind. Genau, von jenen gibt es in diesem Spiel nur zwei Typen. Das Essen ist das Großschwert, den Hammer und das Jagdhorn und den Bogen und die Gewehrlanze. Waffen wechseln und Teile brechen, genau. Früher konnte man das nicht, jetzt kann man die Teile brechen, was ich sehr cool finde. Was gibt nämlich Bonus-Loot? Bonk.
Es ist schlecht und jetzt spitzt sich die Lage zu. Also wir benutzen jetzt einen Geschwindigkeitsangriff. Versuche mit verschiedenen Waffen einen Körperteil anzugreifen. Zertrümmere ihn mit der effektivsten Waffe. Ja, hab ich doch Gott. Bonk. So, was ist. Was ich eigentlich eine sehr interessante Neuigkeit quasi finde. Ich bin aber halt so eine Person, die Monster Hunter immer mit nur einem Waffentypus durchzockt. Also, ein Spielstand, eine Waffe. Deshalb ist das für mich so persönlich so. Sie können sich draufsetzen, ich nicht. Was benutzt ihr? Fixiert ein Ziel. Ja, setz ihn anvisiert, mach dich bereit. Ja, nix damit. Oh, treffsicher, Kumpanin. Du hast ein Körperteil zerbrochen. Alle Angriffe auf einen umgeworfenen Gegner sind kritische Treffer. Sie werden auch eher Objekte fallen lassen. Genau. Das ist toll, dass man Monster umboxen kann. So, eigentlich würde ich gerne... Wir brauchen einen Plan, dieses Ding zu erledigen. Ich will aber zu meinem Schwert zurück. Ich mache Kraftangriff. So. Kritisch. 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 Du meine Pfote, Kuliako hat sich aufgerappelt. So, jetzt sollte er eigentlich wieder Technikangriffe benutzen. Genau. Das heißt, wir geben ihn jetzt eins richtig auf den Schnabel. Bonk. Kann ich jetzt endlich Ride-On machen? Dein Bindungsbalken ist voll. Ride-On, das ist deine Chance. Genau. Was wir in Kämpfen nicht machen können, ist das da. Riding verbessert deine Bindung, aber Vorsicht, du wirst abgeworfen, wenn du zu oft deine Konfrontation verlierst. Riding in Kampf. Ja. Je höher die Bindungsfähigkeit, desto krassere Bindungsangriffe können wir benutzen. Also Level 3 ist Maximum. Genau, wir steigen dann nachher direkt ab. Und das ist auch was Cooles, was Neues. Eine Bindungsfähigkeit zeitgleich mit deinen Kampfgefährten zu benutzen, ist eine mächtige Doppelbindungsfähigkeit, aus die alle Gegner trifft. Und das werden wir jetzt auch machen. Okay, zeig diesem Monster die Stärke von Teamarbeit. Wir benutzen jetzt nämlich die Sturztritte. Das ist die wahre Macht der Bindung. So macht man das, du hast den Kuliako besiegt. Und eine Sache, die ich an Monster Hunter Stories absolut vergöttere, ist der Fakt, dass diese Bindungsfähigkeiten so bam aussehen. Und teils sind sie richtig lustig, teils ist es einfach so, okay, ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, aber gut, aber ich liebe es so. Das war förmlich tatzentastisch, Kumpanin. So, das hat nicht mal wieder viel XP gegeben. Was kriegen wir dafür? Rang A, schade. Eisenerz, Schnabel, Lederhaut, Schnabel. Na, nicht schlecht. So, das Rüstungssystem ist natürlich Gott sei Dank ein bisschen einfacher als im normalen Monster Hunter Spielen, was... This famous feline knows talent when he sees it. This is the start of something epic, I tell ya. From here on out, we're gonna be partners. And I'll do it all totally free of charge. Although, if you really want to thank me, I wouldn't say no to a couple of donuts. You know, you could just ask for something to eat if you're hungry. Hey! Get back, you guys! Who said I was monster munchies? This furball's not like other felines, huh? But hey, you got an egg out of the deal. Wanna head home?
So, jetzt habe ich ein bisschen in die Katzin reingequatscht. Sorry. Ah, süße Heimat. Komm, lass uns dein Ei ausbrüten. Komm zu mir zur Anlage über den Stallungen. So, das machen wir aber beim nächsten Mal, denn wir sind bei unseren designierten 25 Minuten lang. Ja, Naviru begleitet uns jetzt wahrscheinlich für den Rest des Spiels. Ob man das jetzt gut findet oder nicht. Na, irgendwie ist er schon knuffig. Aber, ja. Er ist halt eine seltsame Vielheit und das hat was mit der Story von Monster Hunter Stories zu tun, tatsächlich. Was man jetzt natürlich nicht meinen würde. So, beim nächsten Mal brüten wir unser Ei aus. Man kann schon erkennen, was es sein wird. Und, ja, hallo Ranma. Ich wünschte, man könnte ihn streicheln oder so. Hallo. Ja. Tschüss. Okay, so. Also, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren.